Mein Name ist Vincent und ich bin ein Krankenpfleger. Ich erinnere mich noch gut. Als ich klein war, sagte jemand zu mir, dass es ein Segen ist, wenn man anderen helfen kann. Seither wollte ich unbedingt den ärmeren Ländern Gutes tun und die Menschen dort unterstützen. Jetzt bin ich mit Ärzte ohne Grenzen im Einsatz im Südsudan. Bevor ich hierher kam, las ich, dass die Kindersterblichkeitsrate im Südsudan um 100 Mal höher sein soll als in unserer westlichen Welt. Das machte mich sehr traurig. Aber gleichzeitig hoffte ich auch, die medizinische Versorgung hier ein wenig verbessern zu können. Für mich ist es sehr wichtig, vor Ort im Einsatz zu sein. Dabei will ich nicht nur medizinische Hilfe bieten, sondern auch mein Wissen an meine Kollegen weitergeben. Zu uns kommen oft Patienten mit ernsthaften Erkrankungen. Und wir können sie nur mit einfachen Mitteln behandeln. Ich fühle mich dabei hilflos und frustriert, denn es ist nicht fair. Wenn sie an einem anderen Ort leben würden, erginge es ihnen nicht so. Als Robert zu uns kam, war ihr Leben und das ihres Kindes in akuter Gefahr. Seit 10 Stunden hatte sie Schmerzen, konnte aber noch nicht entbinden. Wir haben sie sofort untersucht und sorgten uns sehr um sie. Die Wehen dauerten schon viel zu lange. Also bereiteten wir alles für einen Kaiserschnitt vor. Während der OP erkannte der Chirurg, dass sich die Nabelschnur um den Hals des Babys gewickelt hatte. Der Arzt gab mir das Baby, es war schon ganz blau. Ich hatte so viel Angst, dass es nicht überleben könnte. Aber dann... ein Schrei. Ein gutes Zeichen. Das Baby war gesund. Roba und ihrer Tochter ging es wieder gut. Und auch wir waren glücklich. Wenn Robert nicht zum Krankenhaus gekommen wäre, dem Baby bliebe keine Chance. Ich freute mich so sehr. Neben all dem Leid sind solche Momente unglaublich wichtig für mich. Ich weiß, auch an einem Ort wie diesem können wir mit wenigen Mitteln vielen Menschen helfen. Ich bin nur einer von mehr als 35.000 Mitarbeitern bei Ärzte ohne Grenzen. Wir kommen alle aus verschiedenen Ländern, haben unterschiedlichste Fähigkeiten, aber ein gemeinsames Ziel. Wir wollen Menschen helfen und Leben retten. Ärzte ohne Grenzen ist eine internationale, unabhängige und medizinische Hilfsorganisation. Wir behandeln Menschen in Not. Unparteilich, neutral und unabhängig. Dabei sind wir auf Spenden angewiesen. Bitte unterstützen Sie uns jetzt.